So, sorry, ihr Lieben. Ich dachte immer, dass das Handy klingelt während der Aufnahme. Das passiert jedem, nur nicht mir. Und jetzt ist es mir auch passiert. Also nochmal Entschuldigung. Wir haben von Gruppe in der, also in der Schenke haben sie noch irgendwas gesagt. Ich weiß nicht was, irgendwas haben sie noch gesagt, aber das war, weil ich schnell ans Handy gegangen bin und habe ich da nur am Rande was mitgekriegt. Ja, keine Ahnung. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Benutze. Ja, wo ist denn. Ach komm jetzt. Schließe, uff. Was? Wie was? Sperre auf. Wieso? Ich habe keinen Schlüssel. Der hat uns doch Steckeschlüssel ins Schloss. Der hat uns doch einen Schlüssel gegeben, oder? Hat er den Schlüssel? Schließe Tür. Schloss. Hat er den Schlüssel? Nee, wir haben den Schlüssel bekommen. Nichts passiert, ja, denke ich mir, weil wir haben einen Schlüssel. Benutze Steckschlüssel in öffne Tür Schloss. Das ist die Tür öffnen hier. Benutze. Wir haben doch einen Schlüssel bekommen von Grupp. Ach, ich rede jetzt noch mal mit ihm. Ich blick's jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, komm. Hey, jetzt sprich noch mal mit Grupp. Hallo, nicht du Ratatouille. Hey, du sollst aufhören, das was mit, Kacke. Sprich mit Grupp. Hast du Tage gesehen? Sein Haus ist am Marktplatz. Die Tür ist offen. Natürlich ist die Tür offen, weil du sollst ja diese Tür öffnen, aber ich finde den Schlüssel nicht. Der hat uns doch einen Schlüssel gegeben. Also, bevor ich jetzt irgendwas mache, ich bin völlig verwirrt jetzt. Werde ich nochmal hier reingehen? Wir haben einen Schlüssel bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Nochmal mit dir. Ja, das wird wohl diese strickende Frau sein, die da gemeint ist. Ach, das ist mir jetzt Bohne. Ich versuche das woanders. Der will nur wieder saufen, unser Ratatouille. jo. Der hat uns einen Schlüssel gegeben, das weiß ich ganz genau. So, jetzt gehst du hier hoch. So, jetzt gehen wir mal. Ja, wir könnten auch eigentlich hier hochgehen. Gehen wir mal hier hoch. Ich suche jetzt eine verschlossene Tür, die wir öffnen können. Mit diesem Schlüssel, den wir irgendwo haben, da bin ich mir sicher. Den haben wir ja von Grupp bekommen. Hier ist schon mal eine seltsame Ziege. Also groß kann das Gebiet hier nicht sein. Hoffe ich. ja. Da zum Beispiel. Das war doch auch verschlossen. Öffne. Öffne Tür und dann sagt er bestimmt, die ist verschlossen. Ja. Und dafür hast du einen Schlüssel bekommen. Ein Dietrich hast du gekriegt. Was ist ein Dietrich eigentlich? Benutze Dietrich. Dann, ach komm, lass er hier. Tür. Öffne. Nein, der macht er nicht. Dann nimm Tür. Schließe. Nichts passiert. Benutze
Pulverfass, ja, spreng auf, Mann. Schauen wir da mal rein. Vielleicht geht's dann. Flasche mit leuchtender Flüssigkeit versperrt. Wir schauen das Schild an. Was steht da überhaupt drauf? Diesem Schild. Heilkräuter. So, können wir es jetzt machen? Mach auf. Nee, die will er nicht aufmachen. Okay, dann ist es vielleicht jetzt auch wirklich die falsche Tür. Was will der von uns? Oder hat er den Schlüssel bekommen? Dass Ratatouille den Schlüssel vielleicht hat? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Gehen jetzt einfach nochmal zurück. Wo ist Ratatouille jetzt hin? Da will wieder saufen gehen, bestimmt. Ja. Benutze Dietrich mit Tür. Jo, mach Ufe. Und? Hallo? Hä, wo gehst denn du hin? Du sollst. Ach, der ist so blöd, ey. Ja. Und der Zettel? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Du sollst benutzen den Dietrich mit dieser Scheißtür. Du machst mich wahnsinnig. Ja, dann sprich mal mit Ratatouille. Ja, der hat mal wieder von nichts eine Ahnung, jede Wette. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Dann war es nicht die Tür und die andere war es auch nicht. Da muss es wieder irgendeine dritte Tür gewesen sein, wofür wir diesen seltsamen Schlüssel bekommen haben. Hier konnten wir rein. Ich mich recht entsinne. War hier nicht abgeschlossen? Nein, war es nicht. Wir irren ein bisschen umher, aber das ist ja eigentlich da, das könnte doch sein. Benutze Dietrich mit Tür. Nichts passiert. Tür, betrachte Tür. nicht den Fremden. Aha. Aha, sie hat ein Schloss. Okay, hier hatten wir schon mal das Türschloss und dann du drehst und wendest den Schlüssel, aber deine. Ach, Scheiße, warum geht das nicht? Ach, Kacke, das hätte jetzt wirklich gut gepasst, hätte das. Dann schauen wir mal das Fenster an. Öffne. Die Tür ist verschlossen. Wir haben aber hier. Es muss doch gehen. Nein, das scheint nicht zu gehen. Schade. Das war dann auch die falsche Tür, schätze ich mal. Schade, 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 schade. Und hier, aber das müsste eigentlich die richtige Tür gewesen sein. Mich nicht alles täuscht. Eigentlich, sagen wir mal so, ich meine, dieses Spiel hat sehr viele Orte und ich habe ein schlechtes Gedächtnis und ja, hier waren wir schon mal. Lauf mal ein bisschen schneller. Schade, dass man die Wege nicht abkürzen kann. Jo. Dann muss es doch das sein. Dann werde ich mal jetzt betrachte, wo ist betrachte, betrachte, betrachte. Öffne halt die Tür, ne? Nee, betrachte war nur draufdrücken. Ja. Jo. Tür. Da zeigt er mir das Schloss jetzt nicht an. Schade. Betrachte. Nein, da zeigt er mir das Schloss nicht an. Nein, scheiße, das macht er da nicht. Mal hier hin, hey, das sind wir hergekommen, glaube ich. Das sind wir in die Stadt gelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, da bin ich jetzt gerade eben erschrocken. Dann werde ich mich mal umsehen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Ort gefunden habe, der richtig ist oder wo der Schlüssel reinpasst. Ich sage, bleibt dabei.
und es geht bald weiter. Bye bye, ciao ciao, adiamos.